Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu meinem neuesten Video. Ich bin, und zwar nicht alleine, Günther ist auch da, auf dem Hamburger Sommerdom. Ich stehe hier auf dem Aufgang zum Bunkergarten. Ich bin jetzt nicht ganz hoch gegangen. Es gibt keinen Fahrstuhl, man muss ringsrum Treppen laufen. Es ist richtig schwül heute und das tue ich mir jetzt nicht an. Von hier hat man auch schon einen guten Blick auf den Dom. Und das ist richtig spektakulär. Es kostet nichts. Kann ich nur empfehlen, hier mal hochzugehen. Aber man muss gut zu Fuß sein und es gibt halt keinen Fahrstuhl. Und auch keine Rolltreppe oder dergleichen. Das ist ein bisschen schade, dass man das Ganze nicht irgendwie behindertengerecht, barrierefrei irgendwie gebaut hat. Es gibt nur einen Zugang über das Hotel, mit dem Fahrstuhl nach oben zu kommen. Aber das hat man uns gesagt, sei nur für Hotelgäste. Finde ich ein bisschen schade, aber ist jetzt nicht zu ändern. Ich, wie gesagt, bin jetzt auch aus Zeitgründen nicht ganz hochgegangen, weil ich brauche da auch ein paar Pausen, bis ich oben bin. Und dann ist wahrscheinlich schon die erste Stunde rum. Deswegen bin ich hier nur auf die quasi erste Etage gegangen, wo man schon einigermaßen Blick über das Heiligengeistfeld hat. Wir machen unseren gewohnten Rundgang und ich schalte jetzt runter zu Günther, der steht am Autoscooter und empfängt euch dann nach dem Intro. Ich begrüße euch auch, liebe Freunde, und ich freue mich, dass ich dieses Mal mit Andreas wieder in Hamburg bin. Letztes Mal war ich alleine da und meine OP ist wieder verschoben, da wollen wir nicht drüber reden. Jetzt gehen wir gemeinsam am Platz, schauen uns die schönen Geschäfte an. Viel Spaß! Zur Sache, was die Erreichbarkeit des Bunkergartens angeht, muss ich leider sagen, das ist eine glatte 6. Wenn Sie vergessen haben, das Ganze barrierefrei zu bauen, ist es eine Schlamperei. Wenn es gewollt ist, ist es ein Skandal und hätte so meiner Meinung nach niemals genehmigt werden dürfen. Es sind ja nicht nur Rollifahrer betroffen, sondern auch gehbehinderte Menschen oder Menschen mit Atemwegserkrankungen wie ich mit meiner Spenderlunge. Auch Günther kommt mit seinem Rollator nicht hoch. Aber das ist nicht schlimm, er klaut eh nur die Blumen.
Auch Mütter und Väter mit Kleinkindern im Kinderwagen müssen unten bleiben und werden die Anlage von oben so schnell nicht zu sehen bekommen. Ich bin längst nicht der Einzige, der darüber empört ist. Auch Holiday Check beispielsweise hat bereits einen schönen Verriss veröffentlicht. Und das zu Recht. Das ist meiner Meinung nach ein Skandal und hier muss ganz dringend nachgebessert werden. Passt aber irgendwie zu Hamburg. Auch an manchen U- und S-Bahn-Stationen gibt es weder Rolltreppen noch einen Aufzug. Schade, Touristenstadt Hamburg. Ich sage das nicht zuletzt, weil ich auch sehr viele Zuschauer mit Einschränkungen habe. Euch möchte ich an dieser Stelle gleich einmal recht herzlich grüßen und mich für eure Treue bedanken.
Beschickung zum diesjährigen Sommerdom kann sich durchaus sehen lassen. Mit Mondlift, dem Nordic Tower, dem Laufgeschäft Aquavelis sowie dem Airwolf, Frisbee oder die umgebaute Geisterbahn Dome Dark Ride gibt es auch mal ein paar Attraktionen, die man sonst nicht auf jeden Dom zu sehen bekommt.
So, jetzt geht's zum Looping. Es geht zum Looping. Und wie Wunder, die Mütze fliegt nicht weg. Beschleunigung ist so stark, dass die Mütze auf dem Kopf bleibt. Wäre was für Günther. Hui, jetzt wackelt es aber schön. Looping. Jawohl. Wie sieht's aus? Alles gut?
Okay, dann machen wir es mal. Auf neuerlich, dann machen wir es hier. Zack, zack. Aha, und jetzt mal. Ein bisschen. Genau, so ist richtig. Let's go, baby. Ich war nicht einfach blöd, ne?
Hier ein Beispiel, dass Barrierefreiheit auf dem Dom besser funktioniert als am Bunker. Nicht nur, dass es am Stardust Autoscooter eine Rampe gibt, es gibt sogar ein Auto mit Handgas. Sehr vorbildlich.
Gleich kommen wir zu Patrick Greyers Riesenrad. Er betreibt ja auch Dr. Archibald. Man weiß ja, Patrick Greyer ist VR-Spezialist. Und die VR-Technik gibt es jetzt auch für 2 Euro Aufschlag am Riesenrad. Schaut euch doch mal Paris von oben bei Tag und Nacht an.
Thank you.
Antwort. In den Fässern verfaulte das Wasser und täglich in einer Höhle. Jetzt folgt die Domneuheit Nordic Tower der Familie Nülken. Viel Spaß beim On-Ride. Aus 80 Metern Höhe über Hamburg. Herzlich willkommen auf Bord, eine neue Mannschaft eingeladen.
Der Schatten, da sind wir wieder soweit. Auf geht's. Wenn Sie mir mitfliegen möchten, bitte schön. Jetzt wieder Tickets am Counter, müssen mitfliegen dabei sein. Wir brauchen gleich wieder eine neue Mannschaft. Und schon geht's los. Wenn Sie da einen Teil nehmen möchten, bitte schön. Los geht's, ab geht's. Neue Reise. Den Damen neuen Frisur verpasst. Und schon setzen wir zueinander. Dann sind wir wieder soweit. 3, 2, 1 und auf geht's. Kaugeln einstellen, schön ist uns.
Wir bedanken uns recht herzlich bei der Schmalzkuchenbäckerei Rasch für das leckere Gebäck. Wenn ihr auch mal besonders erwähnt werden möchtet und ein Reihengeschäft mit irgendwelchen Spezialitäten betreibt, dann sprecht uns doch einfach an oder schreibt eine E-Mail an aetv@mail.de. Ihr spendiert uns eine Kleinigkeit und werdet dann ausführlicher im Video erwähnt. Thank you.
Das war's vom Hamburger Sommerdom. Jetzt stehen wir hier beim Nachbarn vor dem Millantor-Stadion und sagen herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Bundesliga. Und ja, wie hat es dir gefallen, Günther, heute? Ja, heute war es sehr interessant. Bin froh, dass ich mit dir mitgekommen bin. Wir haben es auch geschafft, war ein bisschen anstrengend, ein paar Kilometer, die wir runtergelatscht haben. Wunderbare Geschäfte, gerade der neue, wo du drin gefahren bist, 80 Meter hoch, hast du sehr Mut bewiesen. Ach, na ja. War auch toll, ja, oder? War also super, wenn, ja. Wenn Sommer also wäre ich mitgefahren mit dir. Günther, es ist Sommer. Ja, ja, war aber ein bisschen kühl. Ach, es war wunderbar, ich hätte am liebsten meine Jacke ausgezogen. Ja, gut, da oben. Aber für dich war es gut. Nächstes Mal fahre ich da drin. Also kann ich empfehlen, fahrt mal drin im, wie heißt das Ding? Ah, weiß ich jetzt nicht. Ja, von Nülken jedenfalls. Von Firma Nülken war das, ne? Ja, genau. Ich schreibe es nochmal drunter. Und der hab's jetzt echt vergessen. Das an der Karussell, da bist du... Mondlift. Da bist du auch gefahren, ja, im Mondlift. Ja, aber genau. Das hat früher mal eine Firma Webers Herford gehabt. Vor 40 Jahren bin ich da schon drin gefahren in Goslar. Ja, es gab ja viele davon. Ja, es gab natürlich. Ja nicht nur einen. Aber dann haben sie eingemottet und wieder neu aufgebaut. Jetzt es ist gab, auch ganz gut. Es gab Enterprise, Mondlift, Alpha 1 und wie sie alle hießen. Ne? Ja, genau. Aber ist gut geworden. Auch. Ja. Lief noch nicht so, weil manche Leute hatten, glaube ich, Angst erstmal um sowas, weil das erste Mal da war. Ja, das war ja auch noch früh, als wir da waren. Ne? Ja, aber jetzt fühlt sich das riesig. Ja, es ist auch gleich noch Feuerwerk, das nehmen wir jetzt aber nicht mal mit. Wir müssen nach Hause fahren, ja. Sonst wird es zu spät. Ich sage wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie heißen die drei Buchstabe? Leiken. LKA, wie das Landeskriminalamt. Da will ich nichts mit zu tun haben. Du bist doch der Größte. Ja, das stimmt. Liken, kommentieren, abonnieren. Ja, abonnieren ist sehr wichtig. Du sagst auch noch, das stimmt. Ja, gut, das stimmt. Ja. Eigentlich wollte ich ja Günther hochschicken jetzt zur Abwechslung. Nee, nee, nee. Nein, für die Schlussmoderation. Du warst oben da im Hotel, das ganze Ding da oben ist ja gewaltig. Naja, ganz oben war ich nicht, nein, war hier auf der Treppe. Das sehen wir ja auf dem Film, ne? Genau. Und weil ich einen Rollator mit habe, das sind so viele Stufen, da wäre ich nie mit hochgekommen. Ja, ich sag's nochmal, ich find's eine Schande für Hamburg oder für den Betreiber, der das gebaut hat, dass das irgendwie nicht, Fahrstuhl zu erreichen nicht barrierefrei, so ohne weiteres zu erreichen ist. Auf Umwegen geht's wohl. Aber es ist nicht mal ausgeschildert und nichts. Also man weiß nicht, wie man da ohne ja, du Treppen hast es hochkommt, geschafft. Ne? Ja, so. Ja. Schönen Abend noch. Ja. Ja, tschüss. Schönen Abend. Wir sehen uns übrigens, das möchte ich noch sagen, aus Paderborn, vom Libori. Oh ja, da fahren wir diese Woche noch irgendwann hin. Und da gibt es dann das nächste also, Video. Da freue ich mich drauf, will ich dir ehrlich sagen, das Stadtfest. Da war ich auch noch nie. Ich bin da schon x-mal durchgefahren mit der Wohnwagen früher nach Plätze. Nach. Ja. Aber beim Stadtfest war ich noch nicht. Da freue ich mich schon drauf. Auf dem Libori haben wir dann noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist genau. Nicht ganz so groß. Das ist eine Straße mehr oder weniger hin und zurück. Und da können wir uns dann ein bisschen mehr Zeit und nehmen. Und haben wir eine allzu lange Anfahrt, ne? Das ist auch nicht nah. Also das ist auch schon wir sind ja schon vier Stunden bald hierher unterwegs. Gut, dann sind wir jetzt raus. So sieht's aus. Sputen uns, dass wir nach Hause kommen. Ja. Und wir sagen tschüss, euer Andreas. Bye, bye.